Heute endet das erste Halbjahr und es ist das schwächste für den amerikanischen Leitindex S&P 500 seit dem Jahr 1970. Und wahrscheinlich wird es noch ein bisschen schlimmer, bevor es dann besser wird. Warum wird es schlimmer? Weil wahrscheinlich eben wir bald in eine Rezession fallen, weil damit verbunden ist dann, dass die Gewinne, die Margen und die Umsätze der Unternehmen einbrechen werden. Und das haben die Märkte wahrscheinlich noch nicht voll eingepreist. Aber dann im zweiten Halbjahr könnte sich einiges ändern, denn die Fed und andere Notenbanken werden überrascht sein, wie schnell der wirtschaftliche Abschwung kommt. Und das trifft sie dann wieder auf dem falschen Fuß. Erst haben sie die Inflation falsch eingeschätzt. Jetzt sind sie viel zu optimistisch gewesen für die Wirtschaft. Die Wirtschaft wird sehr schnell jetzt sehr, sehr deutlich abkühlen und das werden die Märkte zunächst einpreisen. Aber dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass etwa die US-Notenbank Fed auf der einen Seite ja so ein bisschen die Inflation bekämpfen will, die aber geringer wird aufgrund der geringeren Nachfrage während der Rezession oder während der Abkühlung. Auf der anderen Seite will man dann diesen Abschwung nicht noch zusätzlich beschleunigen durch eine rigide Geldpolitik. Und das ist die Chance, die die Märkte jetzt in diesem zweiten Halbjahr haben, zumal wir ja die Midterm Elections haben und normal ist dann ab Ende September auch saisonal eigentlich gar keine so schlechte Zeit. Hier sehen wir es mal. Nur die Jahre 1957 und 1970 waren schlechter als das, was wir jetzt im ersten Halbjahr gesehen haben. Warum war dieses Halbjahr so schlecht? Ganz klar, die Märkte sind völlig falsch auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die wollten noch ein bisschen weiterspielen, obwohl die Fed seit November letzten Jahres die hawkische Wende vollzogen hat. Und so war im Januar der Konsens in Richtung S&P 500 noch so zwischen 5000 und 5200. Und jetzt im Juni ist der Konsens so plötzlich zwischen 3000 und 3200. Und dann wissen Sie, dass wir möglicherweise auf diese 3000 bis 3200 nochmal fallen, aber wahrscheinlich nicht zum Jahresende dastehen werden, sondern das wird dann wahrscheinlich genau wieder andersrum kommen, würde ich vermuten. Also, die Mainstream-Analysten, die Wall Street-Analysten liegen immer falsch, schreiben das Vergangene in die Zukunft fort. Dementsprechend, wenn dann solche Game-Changer sind wie die hawkische Wende der Fed, dann liegen sie halt auch ziemlich bös daneben. Ja, hier sehen wir mal, wie sich das Muster geändert hat. Wenn wir etwa hier sehen, Energie minus Information Technology, also Energiesektor, wenn man den Long ist und Technology, Information Technology, wenn man da Short ist, hätte man im Jahr 2020 78% verloren, im Jahr 2021 allerdings schon 20% gewonnen und jetzt in diesem Jahr 65% gewonnen. Hier sehen wir auch Pure Value minus Pure Growth. Also Value praktisch gegen Growth im Jahr 2020 minus 38%, letztes Jahr plus 5%. Und im Grunde sehen wir, dass jetzt die begonnenen Trends tendenziell aus dem Jahr 2021, aus dem zweiten Halbjahr 2021 jetzt fortgeschrieben werden. Es hat sich also total gedreht. Schauen wir uns jetzt mal die charttechnische Lage an, kommen wir also zu den Aktienmärkten. Da sehen wir, dass der Nasdaq Composite hier oben im Chart durchaus es geschafft hat bis zu seiner Abwärtstrendlinie, dann aber davon abgeprallt ist. Unten sehen wir den S&P 500, der hat es nicht einmal bis zur Abwärtstrendlinie geschafft und wir sehen oben in dem unteren Chart, meine Damen und Herren, sehen wir einen bereits wieder fallenden RSI. Wir sehen auch in Sachen Stochastik sieht es nicht so gut aus. Also das sieht jetzt nicht so aus, als würden wir uns sofort wieder erholen und das würde diese Rallye weitergehen, sondern möglich ist, dass wir nochmal tiefere Tiefs bilden, etwa beim Nasdaq oben in diesem Chart die untere Trendkanallinie nochmal erreichen. Wäre ziemlich logisch. Dafür spricht auch, dass etwa die High Yield Bonds, die Junk Bonds, hier nicht wirklich mitspielen. Wir haben ja jetzt, wenn man so will, in den letzten Tagen eine Art Seitwärtsbewegung. Gestern hat sich ja faktisch übergeordnet gar nichts geändert. Wir sehen eine Art Seitwärtsbewegung beim S&P 500, aber Credit, also die Junk Bonds, die sind weiter unter Druck und das ist gewissermaßen die Achillesferse. Da haben viele Investoren ihr Geld geparkt, denn da gab es noch Renditen. Jetzt schießen die Spreads, die Risikoprämien für diese Junk Bonds nach oben, eben in Erwartung einer Rezession. Dementsprechend ist das nach wie vor ein Warnsignal. Wir haben gesehen, der Nasdaq hatte immerhin seine obere Abwärtstrendkanalbegrenzung erreicht, der S&P 500 nicht. Das heißt, wir sehen schon eine ganz leichte Outperformance von Tech. Und Tech ist jetzt vom geliebtesten Sektor zum meist gehassten Sektor geworden. Hier sehen wir mal die Leverage
die Investoren da haben, also wie gehebelt sind die in diesem Sektor, und das ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Und insgesamt zurückgegangen sind auch die Corporate Profits in den USA, minus 2,2% jetzt im ersten Quartal 2022. Damit dürfte jetzt ein Trend begonnen haben, das dürfte sich dann auch im zweiten Halbjahr nochmal deutlich verschlechtern, eben weil die Unternehmen wahnsinnig hohe Kosten haben und diese Kosten nicht mehr adäquat weitergeben können an die Konsumenten. Kommen wir jetzt mal wieder zum Aktienmarkt zurück. Heute ein Kommentar auf YouTube. Mich würde noch eins interessieren: Wie ist die Stimmung bei den Privatinvestoren? Nach wie vor sehr negativ, aber etwas weniger negativ, wie frische Daten der US-Privatanleger zeigen. Jetzt nur noch 46,7% bärisch. Letzte Woche waren es noch 59,3%, aber der Anteil der Bullen ist nach wie vor sehr gering mit knapp 23%. Wie hoch sind die Privatinvestoren investiert? Noch relativ hoch. Das ist das große Problem, und vor allem, die sind deutlich stärker unter Wasser, diese Privatinvestoren, als der S&P 500, also als der Leitindex. Warum? Weil die eben auf bestimmte Aktien gesetzt haben, IPOs aus dem Jahr 2021, die völlig abgesoffen sind. Diese Meme-Aktien, etwa auch eine Bed Bath & Beyond, die im Umfeld von GameStop und AMC auch mit gestiegen ist. Also da ist der Washout noch nicht passiert, und das bedeutet, wenn wir Privatinvestoren haben, die sehr deutlich unter Wasser sind, dann werden die wahrscheinlich jede größere Rallye nutzen, um dann vielleicht ihre Positionen mit weniger Schmerz, mit weniger Verlust nochmal dann rauszudrücken. Und das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit eben wirklich hoch ist, dass die Privatinvestoren noch aus dem Markt rausgedrängt werden. Wenn sie nämlich dann sehen, dass diese Bärenmarkt-Rallyes wie bisher nicht wirklich weit kommen, sondern es immer wieder tiefer geht, dann werden die irgendwann sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt drücke ich das Ganze raus, und dann ist der Tiefpunkt wahrscheinlich nahe. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Insider gemacht haben. Hier haben wir massive Verkäufe, etwa gerade in den Firmen, die vorher so toll gestiegen sind, etwa eine Carvana, eine Peloton, eine Netflix, eine Spotify, eine Snowflake, eine Zoom, eine Beyond Meat. Hier haben wir massive Insiderverkäufe gehabt, insgesamt 23 Milliarden Dollar. Die haben also schon ein bisschen früher abgedrückt. Man hat im Prinzip die Insider, die haben im Prinzip den schwachen Händen, den Gierigen, die Fear of Missing Out, die noch in dieser Logik waren von 2020, 2021, es kann nur nach oben gehen, die haben denen die Aktien in die Hand gedrückt. Aber jetzt, warum tun sie das? Weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge sich unschön entwickeln in Sachen Wirtschaft, deutlich stärker geworden sind. Hier sehen wir mal, wie sich bei Umfragen jetzt die Frage verändert hat, wann kommt die Rezession? Dann haben praktisch im Dezember, hat keiner gesagt, im Jahr 2022. Nur ganz wenige haben gesagt, ja, im Jahr 2023. Jetzt steigt der Anteil derjenigen, die sagt, noch in diesem Jahr, vor allem überragend hoch jetzt der Anteil mit 71%, die sagen, 2023 kommt die Rezession. Ich glaube, die kommt schon 2022, bin da noch also im Minderheitencamp. Aber sei es drum, die Fed dürfte jetzt eben, wie Mohamed El-Erian zeigt, so flipfloppen. Auf der einen Seite muss man ja irgendwas gegen die Inflation tun. Auf der anderen Seite, wenn die Dinge so schnell sich nach unten entwickeln, will man dann auch nicht viel mehr Benzin nochmal zusätzlich ins Feuer gießen durch eine zu restriktive Geldpolitik. Und wahrscheinlich wird es so passieren, dass die Fed so hin und her schwankt und beide Ziele, nämlich den Abschwung zu stoppen oder weniger hart zu machen, wie auch die Inflation zu bekämpfen, nicht erreichen wird. Das zumindest sieht Mohamed El-Erian so, und da bin ich ganz bei ihm. Jetzt hat mich heute Morgen eine Mail erreicht eines Lesers, der offenkundig mein Video gesehen hat, EZB und Fed, Notenbanken im Endstadium. Da schreibt er, populistische Artikel und Äußerungen sind in der heutigen Zeit durchaus häufig, aber es sei mies, damit Geld zu verdienen und sich auf eine Stufe mit Donald Trump zu stellen. Das ist mir relativ neu, dass ich mich auf eine Stufe mit Donald Trump stelle, denn Donald Trump war ja jemand, der gerade diese ultralaxe Geldpolitik massiv gefordert hat, der Jerome Powell immer wieder aufgefordert hat, senkt die Zinsen auf Null, wenn es geht, denn ich will neue Aktien allzeithochs sehen. Das war für ihn sozusagen ein Gradmesser der Wirtschaft. Also das ist ziemlich lächerlich, dieser Vergleich.
Aber jetzt wird es interessant, das, was die Notenbanken machen, ist, die politischen Fehler resultierend aus einem demokratischen System zu kompensieren. Die kompensieren also die politischen Fehler. Wir haben alle ein schönes Leben in diesem demokratischen System. Sie ebenfalls. Ich bitte um entsprechende Berichterstattung. Also, das ist schon harter Tobak. Natürlich, wir genießen die Freiheiten der Demokratie. Da bin ich völlig d'accord. Aber was wir doch hier gemacht haben, ist, maßlos über den Durst zu trinken. Wer zu viel frisst, muss dann später nachhungern. Und das Problem, das ich mit dieser Aussage habe, ist eben, dass wir uns praktisch auf Kosten der Zukunft hier bereichert haben, könnte man sagen, dass wir es uns haben gut gehen lassen, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben und das auf Kosten letztendlich unserer Kinder und Enkel, denn die werden die Zeche dafür bezahlen. Deswegen kann man sich ja freuen, wenn es einem gut geht und sagen, ja, was sollen die Notenbanken denn tun? Aber wir müssen doch vielleicht ein bisschen übergreifender denken und das Gesamtsystem im Blick haben und nicht nur dieses Hier und Jetzt und Schnell und es soll uns doch so ganz toll gehen und was danach kommt, ist uns alles scheißegal. Das war genau das Prinzip von Donald Trump eigentlich. Auch wenn es jetzt wieder Kommentare gibt, die das ganz anders sehen. Aber das Einzige, was Donald Trump wirklich interessiert, ist eben Donald Trump. Das werden diejenigen, die dann sozusagen sein Stimmvieh sind, auch bald erkennen müssen. Sei es drum. Also hier sehen wir, das ist also meine Kritik an den Notenbanken, dass man letztendlich auf Kosten der Zukunft das Ganze gemacht hat. Und insgesamt sehen wir jetzt diesen Schwung sogar bei den Notenbanken in Sachen Inflation. Da hat gestern ja Lagarde und so weiter gesagt, ja, die Zeit niedriger Zinsen und moderater Inflation seien vorbei. Jetzt kommt die Deutsche Bank und sagt, ja, also der Markt würde unterschätzen, wie dauerhaft diese Inflation ist. Okay, nehmen wir mal zur Kenntnis, heute kommen ja die PCE-Verbraucherpreise, 14.30 Uhr, Personal Consumption Expenditure. Der Markt achtet mehr auf die CPI-Daten. Bei diesen PCE-Daten sind eben so bestimmte Änderungen des Konsums besser enthalten. Da spielen auch weniger Mieten etwa eine Rolle, weniger eben auch Tankstellenpreise eine Rolle. Hier die Erwartungen jeweils 4,8 zum Vorjahresmonat und 0,4 zum Vormonat. Mal schauen, wie die Daten reinkommen. Interessant ist jedenfalls, dass die Inflationserwartungen hier in den 5-Year-Break-Evens deutlich fallen. Das ist hier erkennbar. Da sind wir jetzt auf dem tiefsten Stand des Jahres 2022. Passt irgendwie nicht so zusammen, nicht wahr? Also die Märkte, die Inflation prognostizieren, sehen eine tiefere Inflation, während jetzt der Mainstream der Analysten dahin geht und sagt, und die Notenbanken selbst, ja, die Inflation ist sehr, sehr dauerhaft. Ein weiteres Argument, das dagegen spricht, ist eben diese massive Lagerhaltung, die jetzt passiert ist, Inventory. Warum ist diese Lagerhaltung so stark gestiegen? Naja, weil die Unternehmen sich gesagt haben, wer weiß, ob ich das und das noch kriege, also lagere ich das ein, bestelle jetzt das Dreifache, damit ich da, wenn später Lieferengpässe sind, Materialmangel ist, ich eben das Zeug jetzt schon mal habe. Jetzt sieht man, jetzt hat man so viel in den Lagern, dass eben viele, ich hatte gestern das Beispiel Target gebracht, der Bed Bath & Beyond, die jetzt ihre Lager abverkaufen wollen. Und das dürfte ein Phänomen sein, das nicht nur in den USA, sondern jetzt auch in Deutschland möglicherweise der Fall ist oder in Europa. Und das heißt, die werden natürlich dann, wird sehr viel Angebot auf den Markt kommen, das wird Druck auf die Preise ausüben. Deswegen bin ich mir in Sachen Inflation nicht mehr so sicher. Ich hatte ja vorher immer gesagt, die Inflation wird noch höher gehen, als alle gesagt haben, nein, 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 das ist jetzt Peak Inflation. Jetzt dürfte es genau andersrum sein. Diejenigen, die da immer das prognostiziert haben, liegen vielleicht jetzt schon wieder falsch. Jetzt kommen wir mal zum Globalen, meine Damen und Herren. Wir hatten ja jetzt die G7 in den Alpen, in den Bayerischen Alpen und wir hatten gleichzeitig die BRICS. Hier hatte ich gestern schon mal angesprochen, was sind denn die G7, wie viel bringen die auf die Waage? BIP 30%, aber Bevölkerung nicht mal 10%. Die BRICS bringen 40% der Bevölkerung auf die Waage, aber auch BIP etwa vergleichbar. Bei den BRICS sind ja Indien dabei, Brasilien, China natürlich und dann gibt es noch G7 Plus, da sind dann etwa Spanien mit dabei, Polen, die sind nicht in den G7, aber so im Umfeld der G7, in BRICS Plus wäre etwa Indonesien noch dabei. Aber wichtig ist, wir haben jetzt gesehen, dass Indiens größter Zementhersteller, die kaufen jetzt russische Kohle mit Yuan. Das ist natürlich ein abgefahrenes System, würde aber sozusagen eben den Weltstatus des Dollars als Weltleitwährung durchaus gefährden, wenn das Schule macht. Hier sehen wir mal,
Die BRICS mit Bolsonaro im Mittelpunkt, dann Modi, dann der Südafrikaner, dann Xi Jinping und Putin. Unten sind die G7-Vertreter. Meine Botschaft ist, die G7 hat natürlich ein riesiges Thema. Wir werden tendenziell absteigen, weil so wenige Menschen noch einen so großen Anteil am BIP haben. Das wird sich zu unseren Ungunsten verschieben. Allerdings haben die anderen eben auch Probleme. Und das ist der Punkt. Heute kamen etwa die Einkaufsmanager-Indizes aus China, jetzt so wieder im Bereich Stagnation, könnte man sagen. Manufacturing 50,2, Non-Manufacturing sogar 54,7. Besser als erwartet. Aber wenn man sich mal die Kommentare hier vom NBS durchschaut, dann sieht man, okay, Riesenproblem mit Arbeitsmarkt. Da steigt die Arbeitslosigkeit offenkundig und vor allem die Nachfrage der Chinesen, die ist noch sehr, sehr schwach. Also das wird noch dauern, bis die chinesische Wirtschaft sich erholt. Und das liegt auch daran, dass eben jetzt im Zuge dieser Corona-Politik durch Xi Jinping im Zuge dieser permanenten Verstaatlichung oder diesen permanenten Fokus auf Staatsunternehmen, den Xi Jinping jetzt durchzieht, und das waren diejenigen, die am wenigsten Wachstum erzeugt haben im Gegensatz zu den Privatfirmen in China, von denen kommen praktisch 90% des Wachstums, der Rest ist Staatsfirmen. Jetzt Xi Jinping Fokus auf Staatsfirmen, die Privatfirmen sind eben irgendwie suspekt. Jedenfalls vieles ist nach Vietnam abgewandert und wird weiter nach Vietnam abwandern. Und hier sehen wir einen weiteren Konkurrenten in der unteren Grafik ist etwa Mexiko, wo wir sehen, die können einfach nach wie vor, können jetzt viel, viel billiger produzieren, als China das tun kann. Da sind eben auch die Produktionskosten massiv gestiegen. Dementsprechend wird auch China da ein richtiges Thema haben. Wir haben dieses Thema sowieso heute. Importpreise in Deutschland 30,6%, ticken weniger allerdings als im Vormonat, aber Gas mit 236%. Und Sie haben vielleicht gehört, Uniper hat jetzt komplett seine Prognosen, seine Ausblicke kassiert und gesagt, wir brauchen Hilfe vom Staat, die Aktie stürzt ab. Uniper ist eines der Opfer dieser massiven Gaskrise. Andere profitieren davon, wenn wir da nochmal in diesem globalen Kontext sind. Jetzt zum Beispiel kauft Ägypten, verkauft Saudi-Arabien Öl, das Ägypten wiederum von Russland gekauft hat, und die Saudis verkaufen es dann uns und jeder macht sich zwischendurch die Taschen voll. Die Ägypter kaufen russisches Öl, dann verkaufen sie es mit Aufschlag an die Saudis und die Saudis verkaufen es wiederum mit einem Aufschlag an uns. Also wir sehen, das ist praktisch die Arbitrage, die immer bei Sanktionen passiert. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Artikel. US-Indizes, geht der Bärenmarkt schon die Puste wieder aus? Charttechnische Analyse, wie jetzt die Lage eigentlich ist. Und zweiter Artikel, Zimbabwe erhöht Zinsen auf 200%, Vorbote künftiger EZB-Politik. Da haben wir mal so ein paar Aussagen verglichen von der Notenbank Zimbabwes mit denen der EZB und frappierende Ähnlichkeiten gefunden. Jetzt haben die eine kleine Inflation dort, die noch ein bisschen höher ist als bei uns. Jedenfalls hat man den Zinssatz auf 200% angehoben, von 85% auf 200%. Ein super Vorbild vielleicht für die EZB. Nochmal der Hinweis, all diese Dinge, die Sie, oder fast alle, die Sie hier sehen, sind auch auf Twitter bei @finanzmarktwelt. Schauen Sie da ruhig gerne rein, wenn Sie einfach diese Grafiken nochmal sehen wollen. Und heute 19 Uhr Boom und Bust mit Dirk Hartenfeld. Energie, Ernährung, wie unsicher oder sicher ist in Deutschland? 19 Uhr, wie gesagt, ich werde vorher dann das Marktgeflüster machen, also so 18.15, 18.30 Uhr. Montag ja Feiertag in den USA, also Marktgeflüster heute früher, dann Boom und Bust 19 Uhr. Den Live-Link packe ich Ihnen wieder unter das Video. Unbedingt anschauen, da geht es wirklich um uns alle letztendlich. Dazu die zwei Artikelempfehlungen. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.